Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Weiter geht's. Ich hoffe, heute wieder ein bisschen entspannter als in der letzten Folge. Oh, das ging mir wirklich so auf den Sack, aber da müssen wir jetzt leider durch. Jetzt ramme ich den erstmal. Warum stoppt er denn vorher? Er hätte ihn direkt umhauen können. Dann wartet er erst, dass er wegrennt. Mann. Repose en paix. Das macht dir doch nichts aus, oder? Du bist tot. Merci, Monsieur. Die Karte. Dom Poiriers Liste geraubter Relikte in der Klosterbibliothek. Das Manuskript. Laterne. Muss mit drauf sein. Okay. Gibt's doch was zum Ausleuchten? Das ist aber nett. Aber füll das Ding erstmal auf. Sehr gut. Cool. Aus. An. So. Unterirdische Kreaturen. Als ob der vor solchen Tieren Angst hätte. Nanu? Was ist das denn? Napoleon Zweispitz. Ah, okay. Da ist eine verschlossene Truhe. Dann gehen wir da erstmal hin. Gut, das hat sich direkt erledigt. Schwierigkeitsstufe 3. Das ist noch nichts für uns. So, dann fülle ich die direkt nochmal auf. Eingang. Für 2 können wir auch noch nicht. Da hoch, ja? Na, dann spring mal irgendwo da drüben hin. Da wird schon was sein. Einfach mal losgesprungen. Er will nicht darüber springen. Dann halt so. Na, och Mensch. Die neuen Bewegungen bei Origins sollen ja dann auch nicht mehr ganz so schwerfällig sein. Mach doch mal die Lampe aus da hinten. Sollen sich ein bisschen, zügiger steuern lassen, finde ich ganz gut, wenn die Steuerung ein bisschen direkter ist.
Schafft er das? Boah, easy. Der glitscht sich was zusammen, ey, Wahnsinn. Tag, Herr Wachtmeister. Ich mach doch gar nichts. Ich sollte mich in Ruhe lassen. Eine gelbe Truhe? Oh. Das gab aber eine Menge Cola. Hier ist noch so ein Napoleon 3 Spitz hier unten. So, da hinten irgendwie rein. Also hat ein Mönch dieser Dom Corrier Listen von allem angelegt, das aus den Gruften gestohlen wurde? Hat die Plünderer beobachtet und verfolgt. Der Mann ist so gut, dass er beim Nationalen Denkmalausschuss angestellt wurde. Ist mir egal, für wen er arbeitet. Ich will die Listen. Um die Gräber? Als Saint-Denis in Franciade umbenannt wurde, beschlossen einige Plünderer, die Kronjuwelen zu stehlen. Wie sorgen wir für Ordnung? Wie wäre es mit Beten? Besser nicht. Das stimmt. Diese Räuber, die der Kommandant anführt, die suchen doch noch irgendwas. Was ist nur aus der Miliz geworden? Sicher keine Kämpfer. Komm, fall um. Ich bräuchte mal ein bisschen Medizin. Hoffentlich hat er was dabei. Haben die eigentlich oft dabei? Jo, nice. Hat er was dabei. Attentate aus der Deckung. Na, geh rein. Kletter rein, jetzt. So, ich muss hier irgendwie rechts rein und da irgendwas. Ah ja, die Bibliothek finden. Komm mal her, Bürschchen. Oh. Nein, jemand hat Renault ermordet. Na, geh mal hingucken, wer das war. Ist da jemand? Nein, geh mal hin. Ah, der geht weg.
wahrscheinlich auf alle Fälle hier hinten rein. Echt, jetzt geht bloß der eine. Augenblick. Das ist seltsam. Wir werden können erst direkt hinter mir. Ich opfere dich, Mader. Na schön. Was ist es diesmal? Hey, ist da jemand? Großer Knall für so ein kleines Päckchen. Ich schick dich gerne in die Hölle. Ich gehe mal von aus, dass der, dass die Bibliothek hier hinten irgendwo ist. Hä? Hä? Wo bist du denn her? Hallo Lusche. Achso, das ist wieder so ein Level 3 Typ. Huch. Alles gut. Bleiben Sie ruhig und bewegen Sie sich nicht vom Fleck. Ach ja. Les rues sont chaque jour plus dangereuses. Oh, ich Mist, ey. Ich hab gedacht, er erwischt den auch noch mit attentatstechnisch. Das Blut, ey. Einmal Leder. Wo haben wir denn das ganze Geld auf einmal her? Über 9000? Ah, geil. Zweimal Medizin. Oh oh. Huch. War ich gar nicht. Na komm, nimm's mit. Nimm's doch mit. Hey, einen Moment. Huch, huch, huch. Poiriers Liste. Hier steht Condorcet-Manuskript. Es ist im alten roten Haus. Und ein Name. Leon. Ist ein Kloster. Hau rein. Sehnsucht nach Madame Guillotine? Verdammter Narr! Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Na, dann komm mal her. Dann schaffe ich nämlich noch das zweite Attentat aus der Deckung. Na, komm. Hm, dann halt nicht. Hey, wovor hast du Angst? Ich habe bisher nur ein paar hundert Narren getötet, du Narr!
Was hast du gerade gesagt? So, da darf ich gar nicht weiter. Zumindest wollte der da nicht runter. So, hier, aber komm, runter mit dir. Jawohl. Komm schon, fallen lassen, fallen lassen. Oh, lass der Sachse hier nicht fallen, die letzten paar Meter. Ich dachte, das reicht. Vielleicht hier? Ja, super. Echt jetzt? Nimm die Pfoten da weg, Mann! So, sehr gut. Geht's jetzt bitte normal weiter? Sequenz 13? 13? Das ist doch so eine Art Add-on-Geschichte. Kann das sein? Wenn das hier Sequenz 13 sein soll, das ist doch dann schon nach dem Hauptspiel, oder nicht? Ich raff das hier gerade alles nicht. So, ich reiß jetzt mal schnell dorthin. Ich bin gerade echt noch verwirrt, seitdem wir hier sind. Habt ihr ja gesehen, in der letzten Folge vor allem. Aber woher sollte ich denn wissen, dass das hier... Okay, wir waren tatsächlich in so einem Addon-Gebiet. Oh, warum, Spiel? Warum? Das Café, da könnten wir nochmal eine Aufgabe erledigen von mir aus. Würde erstmal unsere Kohle abholen. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Ja, Celestine? Was gibt es? Ey, runter von meinem Stuhl. So, renovieren. Was können wir denn noch machen? Das Erdgeschoss? Haben wir alle schon. Die oberen Stockwerke. Dann machen wir das mal. 5.000. Wir haben bei der Renovierung etwas auf dem Dachboden gefunden. 25.000 habe ich? Habe ich denn das Geld her? Es ist mir ein absolutes Rätsel, wo ich auf einmal so viel Geld her habe. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich hier der letzte Schliff auch noch machen für 15.000? Die Arbeiter konnten eine Tür im Keller aufbrechen. Sie würde eine Möglichkeit bieten, unbemerkt vom Nordufer herzukommen und zu gehen. Falls jemand von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Okay. Na fein. War das das Maximum an Verbesserung, Verschönerung oder... Okay, da wurden dadurch halt auch Missionen freigeschaltet, sehe ich gerade. Ich würde gerne in den Gärten spazieren mit einem Freund. Ein Freund also? Würde ein wahrer Freund wollen, dass du deine Pflichten verletzt und deine Arbeit riskierst? Ich wünsche einen guten Morgen, Herr. Mir sind Bücher in der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten, haha. Na gut, die meinen damit wahrscheinlich eine andere als die hier. Ach so, kann ich dadurch das Haus nochmal upgraden? Wahrscheinlich, ne? Wenn da nochmal plus 0 von 1 steht. Könnte ich mir vorstellen. Einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Jawohl, machen wir. Oh, 800 Meter. Okay, da benutze ich dann direkt mal die Schnellreise. Das ist mir dann doch ein bisschen zu weit.
Ah, Gott sei Dank. Wo ist denn der Vogel? Ach, hier oben. Da. Genau. Teleportieren wir uns da noch hin und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal einfach weiter. Genau. Ja, super. Machen wir das. Und dann sind wir hier auch schon relativ nah dran. Nur noch 100 Meter. Ja, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.